Heute der Plan, Leute. Ich habe ein Überraschungspaket bekommen. Eine Mystery Box. Ne? Ich habe keine Ahnung, was da drin ist. Denn das kam von den lieben Battle Beers. Nicht Bier zum Trinken, sondern Bär. Tier. Ne? Und ich habe bei denen zugesehen auf Twitch. Die machen auch Twitch Breaks. Das heißt, die packen Pokémon Booster aus, ja. Für die Leute, da kannst du dann nicht einkaufen und so. Das machen die auch. Und da habe ich zugesehen, einfach random. Und habe mal im Chat geschrieben, hat man sich unterhalten. Man fand sich nett und sympathisch. Dann haben sie bei mir gesehen, oh hey, der streamt ja und der macht auch YouTube immer mal wieder was. Ne? Und dann haben sie gesagt, hast du nicht Lust, von uns dann so eine kleine Box zu bekommen? Und dann dachte ich mir, yo, warum nicht? Ne? Warum nicht? Und da schauen wir heute, was da ist. Ne? Die haben auch einen YouTube-Kanal, da machen die auch regelmäßig Unboxings zu Schienenkarten. Die machen aber auch Warhammer, also ich damit meine ich Tabletop und so. Das gibt es alles vertreten. Ne? Ich habe schon geöffnet, aber noch nicht reingeschaut. Battlebeer. Ein großer Karton. Er ist ziemlich schwer. So wie ich und die Battlebeer. Ja. Bär, ne? Und dann schauen wir mal, was drin ist. So. Ich ziehe das da einfach raus blind und guck mal, was ich kriege. Ne? Für den Surprise-Effekt. Seid ihr bereit? Ich werde jetzt das erste Item rausziehen. Es fühlt sich an wie eine Matte. Es ist eine Matte. Oh! Eine Battlebeer-Matte. Trading Card and Games. Leute, jetzt Hashtag Werbung. Eine Dings war da drin. Eine schöne Matte. Die ist voll cool. Und da ist der Battlebeer. Ja? Mit einem Knopfauge. Sehr cute. Nochmal viele Grüße. Vielen, vielen Dank. Und guckt da gerne mal auf YouTube und so vorbei. So. Es geht weiter. Wir holen jetzt vielleicht das nächste Item. Boah, was ist das so groß, Mann? Was nehme ich denn? Ich nehme das. Es ist... Oh, es ist wirklich ein Display. Holy shit. Oh mein Gott. Es ist Schwert und Schild Flammende Finsternis. Deutsche Ausgabe. Holy shit. No way. No way. Sind die nicht aktuell auch super viel wert? Weil die halt wegen dem Pokémon-Hype? Holy shit. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Junge. Ja, Leute. Display. Holy shit. Ah, ich hab irgendwas. Oh. Hört sich an wie eine Tin. Oh. Glänzende Schicksal-Tin. No way. Sind das alle 5 Tins? Yo! Das sind alle 5 Tins! Oh! Alle 5 Tins glänzendes Schicksal. Da sind immer 2 Booster dann drin. Leute, da haben wir einiges zum Auspacken. Alle 5 direkt. Woher habe ich das denn verdient? Das? Oh, ich habe was Besonderes, glaube ich. Ich habe hier was ganz Besonderes. Gummibärchen! Haha! Oh, die sind, glaube ich, shiny. Seht ihr das? Ich glaube, die sind holo. Ah, ich habe was Schweres. Oh, ich habe noch ein Display. Das ist noch ein ganzes Display. Holy shit. Farbenschock! Ah! Schwert und Schild Farbenschock. Ein ganzes Display, Deutsch. Oh. Oh mein Gott. Leute, dann haben wir... Das sind einfach 2 Displays drin gewesen. Und die 5 Tins. Und da sind halt noch ein paar Sachen drin. Was ist los mit denen? 2 Sachen habe ich in der Hand bekommen. Ah. Wir haben ja komplett übertrieben. Holy shit.
Da sind vier Booster drin. Ich glaube, Kampfstile müssten die Booster da drin sein. So ich das weiß. Aber da ist noch eine Box. Ah, noch der Gegenpart. Collection. Fokussierter Angriff. Das ist Kampfstile müssten auf jeden Fall drin sein. Die beiden Boxen sind auch mega cool. Mega cool. Ich nehme mal eine. Was ist es? Ich glaube, eine Trainerbox, so wie es sich anfühlt. Oh, nochmal eine verborgene Schicksalsdings nochmal. Was meinst du dir das mit verzerrt? Da ist einfach noch eine Trainerbox drin. Verborgenes Schicksal. Mega cool. Da ist, als ob da noch eine Trainer. Und das letzte. Ich glaube, das ist das letzte. Ich guck gleich nochmal rein. No way, ist es noch eine Trainerbox. Glänzendes Schicksal. Oh mein Gott. Was zur Hölle? Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Leute, was ist das für ein mega heftiges Paket? Ja, also nochmal, Quick Reminder, Leute. Ja, es ist einfach die Top-Trainer-Box glänzendes Schicksal. Dann Top-Trainer-Box verborgenes Schicksal. Die beiden Boxen hier. Ne? Deutsch. Mit den Kampfstilen-Displays und so. Boostern meine ich. Dann einfach mal alle 5 Minitins. Ebenfalls für glänzendes Schicksal, ich wollte gerade verborgen. Glänzendes Schicksal, einfach alle 5 Minitins, ja. Und 2 Displays. Flammende Finsternis und Farbenschock. Das ist absolut krank. Das ist ja mal das heftigste Surprise-Paket, was ich glaube ich je bekommen habe. Vom Inhalt her. Also Leute, Grüße gehen raus an die Battlebären, ja. Schaut da gerne vorbei. Auf YouTube oder auf deren Job. Ne? Morgen reacten wir dann noch auf die Openings der Cardbreaks. Und Junge, wie krank ist das denn? So, ne, um diese krasse Box zu feiern, ja, öffne ich einfach nochmal einmal diese Tin. Ne? Einmal eine der Tins öffne ich jetzt. Wisst ihr warum? Weil ich es kann. Einfach weil ich es kann. Ja. So. Bringt mir Glück, Battlebären, du. Ja? Einfach weil ich es kann. La 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 la. Da ist dann die geile Mütze drinne. Dann eine kleine Info. Und komm raus. 2 Booster, glänzendes Schicksal. Ne? Das einzige Negative, was an den Tins immer ist, ist, dass die Kartenpakete da oft sehr reingedrückt werden. Ne? Aber so ist das immer bei Tins. So ist das immer bei den Tins. Man kennt es halt nicht anders. Es ist immer so bei den Tins, leider. Ne? Ah, die bekommen, öffnen wir noch die beiden Booster jetzt hier, ja? Schauen wir mal rein. Zwei, drei, vier. So, dann schauen wir mal. Junge, was ist mit meiner Hand los? Ob ich Glück habe. Direkt ein Schimmsticks, ja. Ein Luxio. Das rostige Schwert. Kupfanti. Tuska. Ein Kleptifuchs und Cortini. Knackleon. Dann haben wir die Reverse. Und die Rare ist Vulkanion. Hey! Ist aber cool. Vulkanion ist cool. Ne? Vulkanion ist cool. Die Tins sind aber cool. Ja, das stimmt. Die Tins sind echt cool. Also sind sie halt wirklich.
Ich weiß gar nicht, wie ich mich für dieses Mega-Paket bedanken soll. Das ist ja absolut krank. Das ist ja mal extrem heftig einfach. So. Das ja mal. Oh, was habe ich jetzt gemacht? Das kann ruhig so bleiben. Hallo Sunny, na? Und hallo Middle-Earth. Geht's euch gut? Und hallo die Missy und Kolbe. Ich hab keinen Job. Morpeko, sehr cooles Artwork. Ein Bautz. Ein Weberack. Ein Sepa. Dann Urgel in Reverse. Und dann nochmal die... Wer ist... Galas Mokmok Holo, hey! Aber eine sehr schöne Holo, ne? Eine sehr schöne Holo. Das zur dicken Mystery Box, ja. Ich freue mich schon, die ganzen Sachen nach und nach jetzt auszupacken. Immer mal wieder in den Streams. Nochmal vielen, vielen Dank. Grüße gehen raus. Und Dankeschön. Ist ja mal mega, oder?